Endlich wieder Fußball im Schillerpark, das dachten sich auch 139 Zuschauer. Zum ersten Pflichtspiel im Jahr 2015 war mit Edelweiß Arnstedt der Tabellenfünfte zu Gast in Dessau-Nord. Die Hausherren hatten eine schwierige Vorbereitung mit dem negativen Höhepunkt in Zerbst, wo die Mannschaft nach desaströser Leistung 5:0 verlor. Am Samstag aber war davon nichts mehr zu sehen. Wer dachte, der Tabellenfünfte würde das Spiel bestimmen, wurde getäuscht. Von Beginn an waren es die Dessauer, die den Ton angaben. Sorgte nach 5 Minuten der Schuss von Martin Sitte für Aufregung im positiven Sinn, war es keine 3 Minuten später Schiedsrichter Christian Taucher aus Leipzig. Tobias Witte. Im Gästekasten räumte hier Lukas Schumacher ab. Wie die Zeitlupe zeigt, geht der Gästekeeper nur gegen den Stürmer. Der Ball scheint ihn gar nicht zu interessieren. Ein Pfiff aber blieb aus. Ansonsten war von den Gästen zunächst nicht viel zu sehen, einzig dieser Schuss von Julian Baum. Auf Dessauer Seite vor allem Martin Sitte immer wieder brandgefährlich, kam er an den Ball, klingelten im Gästestrafraum die Alarmglocken. Sitte, der in dieser Saison erst einmal ins Tor getroffen hat, tat alles, um diese Statistik zu verdoppeln. 3 Minuten waren im ersten Durchgang noch zu spielen, als Benjamin Gierke im Strafraum zu Fall kommt. Für den Schiedsrichter kein Foul. Matthias Däumeland hatte Gierke hier leicht am Fuß berührt. Die letzte Chance im ersten Durchgang gehörte den Gästen, die wenn überhaupt nur durch Standards gefährlich wurden. Doch Hertel bekommt keinen Druck auf die Kugel und damit ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Wem es an strittigen Szenen noch nicht reichte, der bekam in der zweiten Halbzeit Nachschlag. Stefan Stein ohne jede Chance auf den Ball mit dem gestreckten Bein gegen Benjamin Gierke. Eine klare rote Karte. Schiri Taucher entschied auf Gelb und ließ Stein auf dem Platz. Die Herunterstellung übernahm Arnstedts Trainer Thomas Vollmann, der Stein auswechselt und dafür David Groß brachte. Weniger Glück hatte Dessaus Julian Bittner. Bereits mit Gelb im Gepäck holte er Marcel Großmann von den Beinen. Diesmal lag Taucher völlig richtig und schickte Bittner mit der Ampelkarte vorzeitig unter die Dusche. Die Hausherren also 25 Minuten in Unterzahl. Dem Spiel merkte man das nicht an, was auch an der starken Leistung von Frank Wallach lag. Zur Pause eingewechselt, überzeugte der sonstige Abwehrspieler im Mittelfeld als Vorlagengeber. Zunächst bediente er Lukas Schumacher. Kurze Zeit später legte Wallach auch für Gerstmann auf, der ebenfalls nur knapp scheiterte. Die Schlussminuten gehörten dann den Gästen aus Arnstedt, die noch einmal alles versuchten, hier mehr als nur einen Punkt mitzunehmen. Doch gleich 2-mal scheiterte Hertel an Sascha Prozjewski. Hier rettete Dessaus Schlussmann auf der Linie. Am Ende war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Bedenkt man, dass die 05er lange Zeit in Unterzahl auskommen mussten. Nach der Klatsche letzte Woche gegen Zerbsten im letzten Vorbereitungsspiel haben wir uns heute sehr, sehr gut präsentiert, die erste Halbzeit. Dann kam die gelb-rote Karte vom Julian Bittner und wie gesagt, wie dann die Mannschaft mit 10 Mann das Spiel zu Ende gebracht hat, kann man mit dem Punkt hochzufrieden sein. Ja, also ja, haben nicht so zu unserem Spiel gefunden, wie ich mir das vorstelle. Gut, zum Dessau, denke ich, hat auch eine gute erste Halbzeit gespielt, war da auch näher dran an dem Führungstreffer. Und insofern müssen wir mit dem Punkt am Ende leben. Auch wenn ich dann nachher schon denke, dass wir in der zweiten Halbzeit die Mannschaft waren, die dann mehr am Drücker war. Aber was uns eben grundsätzlich gefehlt hat, war eben Struktur in dem Spiel. Und da kann man am Ende des Tages nicht gewinnen.